Hallo und willkommen zum neuen Video. Es ist wieder Wochenende. Und was heißt das? Genau, wir können wieder ein bisschen Holz machen. Aber so ganz geht mein Plan doch nicht auf. Ich wollte heute eigentlich hier weitermachen und anfangen die Boxen leer zu machen, ja, und das, was hier noch vorm Zelt liegt, das wollte ich noch alles fertig spalten. Aber ich habe gestern über Kleinanzeigen eine Nachricht bekommen, es möchte jemand 6 Schüttraummeter Holz haben. Also wird das erste sein, jetzt das Holz aufzuladen. Bagger läuft schon warm, Anhänger steht auch schon bereit und natürlich auch das Holz. Aber ich habe durchgezählt, ich habe nicht mehr viel. Ich habe jetzt insgesamt, was trocken ist, noch knapp 20 Schüttraummeter. Das heißt, noch 3 Anhängerladungen voll, dann ist mein trockenes Holz erstmal alle. Ich muss tatsächlich zusehen, dass ich schneller und mehr Holz mache. Also jetzt, wie gesagt, die Nachfrage ist groß. Ich habe schon heute wieder die nächste Anfrage bekommen. Der möchte zwar erst wahrscheinlich dann im Frühjahr oder im Sommer beliefert werden. Das geht, dann ist ja wieder was trocken. Aber viel ist nicht mehr, was ich jetzt liefern kann. Naja, was soll's. Ich würde sagen, ich stelle erstmal die Kamera wieder hin. Wir laden einen Anhänger voll und danach machen wir uns hier an das Holz, was hier vorgespaltet rumliegt, damit wir wieder ein bisschen was zum Trocknen haben. Aber vorher muss ich noch eine Gitterbox umtauschen. Und zwar habe ich mir eine Gitterbox vorgeholt für das für unseren Ofen zum Verbrennen. Und das scheint noch nass zu sein, also da habe ich wahrscheinlich eine Box erwischt, die ich erst zum Schluss hingestellt habe. Ich habe die am Anfang noch nicht beschriftet und dann teilweise halt auch immer mal, wo Platz war, hingestellt, ja, weil ich da noch kein so richtiges System hatte. Aber da habe ich wahrscheinlich jetzt eine erwischt, die noch nicht trocken ist, deshalb muss die wieder runter und dann 1 bis 2 Boxen von dem, was wirklich trocken ist, nach vorne, damit ich es gleich verbrennen kann. Ich würde sagen, es ist viel zu tun, wir quatschen nicht lange, sondern fangen an mit Arbeiten. Los geht's!
So, da ist sie auch schon. Die nächste schöne Ladung Brennholz. Ich würde sagen, wieder knapp 6,5 Schüttraummeter. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, bereit zur Lieferung. Bringe ich morgen früh weg. Und tatsächlich habe ich jetzt noch, ich habe nochmal nachgezählt, nur noch 12 Schüttraummeter ungefähr. Vielleicht einer mehr, aber ich sage mal so um die 12. Das heißt, noch 2 Anhängerladungen und dann war es das mit trockenem Brennholz erstmal wieder für die nächsten 2 bis 3 Monate. Ja, bis der Rest dann seine Zeit durch hat. Es ist ja Pappel, es trocknet ja schneller als Hartholz. Aber man sollte ihm trotzdem so 5 bis 6 Monate Trocknungszeit geben. Ja, und die hat halt der Rest leider noch nicht. Also wird jetzt wahrscheinlich erstmal die Anzeige rauskommen aus dem Internet. Ich bin somit dann erstmal leer verkauft oder ausverkauft. Jetzt heißt es, wie gesagt, erstmal wieder ordentlich Brennholz nachlegen, damit Ende des Sommers dann genug da ist für nächsten Winter. Also ich hätte jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass es sich so gut entwickelt. Ja, hatte jetzt doch noch einige Anfragen gehabt. Ja, wenn das nächstes Jahr wieder so läuft oder ich sogar noch ein bisschen mehr schaffe, dann kann sich das schon sehen lassen. Also eine gute Sache nebenbei. Ja, ich würde sagen, ich bringe jetzt erstmal die beiden Gitterboxen vor, die ich für uns zum Verbrennen noch nehme. Hole die nasse Gitterbox wieder runter, deck die ab und stell sie erstmal wieder hin. Und dann geht's endlich ans Holzspalten. So, endlich alles erledigt. Meine Gitterboxen für vorne, also für meinen Ofen, sind getauscht. Ja, habe gleich noch ein bisschen aufgeräumt. Die Gitterboxen, die ich eben leer gemacht habe auf dem Anhänger, habe ich gleich zur Seite geräumt, ja, dass die wieder aus dem Weg sind. Und jetzt kann es endlich losgehen. 2 Stunden später mit Holzspalten. Jetzt habe ich allerdings wieder nicht mehr so lange Zeit, ungefähr noch 1,5 Stunden. Ich probiere jetzt erstmal die Gitterbox noch voll zu kriegen und naja, mal schauen, vielleicht noch eine anzufangen. Mal sehen, wie viel wir schaffen. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, wir arbeiten noch ein bisschen, denn es wird auch bald dunkel und ich muss die Kinder abholen. Los geht's! Das Zelt ist übrigens von innen klatschnass, tropft von der Decke. Das ist natürlich nicht so schön, aber muss ich wahrscheinlich die Gitterboxen doch noch abdecken, die hier drin stehen, damit sich auf das Holz tropft, was trocknen soll. Oder ich muss halt immer mal zusehen, dass ich die Tore auflasse. Solange kein Wind geht, ja, kann ich sie ja auflassen. Schauen wir mal. Willkommen zurück. Wir schreiben den nächsten Tag und meine Lieferung habe ich schon ausgeliefert. Und heute habe ich, nachdem ich gestern erst
hier umräumen musste, den Anhänger beladen musste, die beiden Gitterbox oder die Gitterbox für mich fertig machen musste, konnte ich ja dann gestern nur noch ein Stück spalten, so eine Stunde knapp oder anderthalb, und habe da wieder eine Gitterbox voll bekommen hier für die Ecke. Ja, die hier habe ich voll gemacht und danach musste ich auch schon wieder aufhören. Und heute kann ich endlich mal mehrere Stunden am Stück Holz spalten. Oder auch nicht. Ich hatte gestern noch den nächsten Kontakt über Kleinanzeigen. Eine Anhängerladung voll Brennholz. Also heißt es jetzt für mich erstmal diese Gitterboxen hier mit dem Bagger heben und ins Zelt reinkippen, damit hier schon mal wieder Platz ist, hier draußen. Und dann lade ich von den Boxen noch die letzten trockenen auf. Und dann muss ich meine Anzeige oder meine Anzeige bei Kleinanzeigen erstmal pausieren, denn dann bin ich an trockenem Holz ausverkauft. Also, oder zumindest fast ausverkauft. Ich habe so ein paar Kunden, die immer nur 1 bis 2 Schüttraummeter nehmen. Da habe ich so 2, 3 Stück. Und tatsächlich lasse ich mir noch ein paar Boxen als Notreserve für die. So 3, 4 Boxen habe ich dann noch. Die lasse ich mir als Notreserve, weil die ja dann doch nicht über den Winter kommen, wenn sie vielleicht nicht noch eine Box kriegen. Die möchte ich nicht hängen lassen. Ja. Und deshalb werde ich für die noch 3, 4 Boxen reservieren. Wenn die jetzt keinen mehr brauchen, dann werde ich das Holz natürlich auch wieder anderweitig los. Also da mache ich mir keine Sorgen. Ja, das ist ja kein totes Kapital, zumindest nicht viel. Ja, und dann habe ich vielleicht wieder noch eine Stunde zum Spalten. Also es ist wie immer. Ich würde sagen, ich stelle euch aufs Stativ und fange an, hier die Boxen umzuräumen. Und ihr könnt mir ein bisschen zugucken. Los geht's! So, das hat doch recht gut geklappt. Ich habe jetzt 5 Gitterboxen hier reinkippen können. Ja. Man muss wirklich mal ein bisschen vorsichtig machen, weil wenn das Holz natürlich an die Gitterboxen drankommt, die hier außen stehen, dann verschiebt das die in Richtung Plane. Also man muss ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich hat das alles sehr gut geklappt. Ja. Da habe ich jetzt erstmal wieder ein paar Tage dran zu tun mit diesen 5 Boxen. Hier habe ich gleich eine hingestellt, in die ich es reinwerfen kann. Werden wir jetzt erstmal hier vorne ein bisschen so einen Weg wieder frei machen, sodass ich dann im Prinzip 2 hier nebeneinander stellen kann. Also dann kommt die, wenn sie voll ist, erstmal weg. Dann kommen hier 2 neue hin und da habe ich dann genug zu tun. Vielleicht kriege ich die heute noch voll. Ja, heute ist Samstag, heute kann ich mit dem Bagger hier noch ein bisschen rummachen und habe dann für morgen dann vielleicht 2 leere Boxen schon hier stehen, sodass ich zum Sonntag hier keinen Krach machen muss. Ja. Ich würde sagen, ich bereite einen Anhänger vor und dann wird die nächste Ladung aufgeladen. Weiter geht's.
das war's mit Brennholzverkauf Saison 2023/2024. Das nächste Holz ist, denke ich, so im März, April soweit, dass es verkauft werden kann. Da ist aber die Heizsaison für 2023/2024 vorbei. Also, das Holz, was ich jetzt noch habe, ist dann für die Saison 2024/2025 gedacht. Ja? Und was mir diese ganze Geschichte jetzt gezeigt hat, ich muss dieses Jahr unbedingt was machen, um meine Produktion zu erhöhen. Also ich habe jetzt innerhalb von 2 Monaten knapp 40 Schüttrameter verkauft. Ja? Und ich bin mir sicher, wäre das Hartholz gewesen, ja, dann wären es noch wesentlich mehr Schüttrameter gewesen. Denn viele wollen ja kein Weichholz haben. Aber wie gesagt, allein diese 40 Schüttrameter, die ich jetzt verkauft habe, an Weichholz, zeigt, dass es doch noch Leute gibt, die auch gerne bereit sind, mit Weichholz zu heizen. Na klar, die Bäume, die sterben ab. Was macht man denn mit dem Holz? Irgendwas muss man ja damit machen. Und dann verkaufe ich es doch lieber etwas günstiger oder wesentlich günstiger als Hartholz. Ja? Und die Leute haben trotzdem was zu heizen. Nicht jeder braucht dieses Holz wirklich, um das Haus unbedingt damit warm zu bekommen. Es gibt ja auch viele Leute, die sich abends einfach gerne mal vor den Kamin setzen. Ja? Und da brauche ich nicht unbedingt Buche, weil Weichholz macht den Raum natürlich erstmal schneller warm, weil es auch schneller verbrennt. Ja? Also das gibt über kürzere Zeit mehr Hitze ab. Buche hält natürlich länger, braucht natürlich aber dann auch länger, um den Raum warm zu kriegen. Also, ihr seht's, ja, weil viele ja auch geschrieben haben, Buche, Pappe, brauchst du gar nicht heimzerren, den Mist. Ja, also ich sehe es so, dass man trotzdem sehr gut damit heizen kann. Wie gesagt, wir heizen nur mit Pappe, ja, die Reststücke alles heizen wir weg und wir sind sehr zufrieden damit. Und es gibt auch Leute, die sehen das auch als Brennholz an, ja. Und das ist auch richtig so. Ich finde es persönlich richtig. Ich sehe jetzt zu, dass ich trotzdem auch Hartholz bekomme. Ich habe ja hier noch ungefähr so 80 bis 100 Raummeter an Pappe liegen. Und ich denke mal, wenn ich jetzt nochmal, ich kaufe jetzt erstmal 60 Raummeter Hartholz. Das ist zumindest jetzt gerade der Stand, dass ich das kaufen will, wenn sich denn endlich mal jemand meldet aus dem Forst. Ja, die lassen sich da auch ein bisschen feiern, leider. Ja, ich habe schon des Öfteren jetzt wieder angerufen oder versucht anzurufen, kriegst dann nicht immer jemanden an die Strippe. Das finde ich nicht ganz so schön. Ich hoffe, dass ich trotzdem mein Brennholz bekomme. Ja, Hartholz wird allerdings ein Mix werden, auch aus Buche, Esche, Ahorn. Das sind so die Baumarten, also reine Buchepolter gibt es wohl nicht. Und ist mir aber auch egal, ja, Esche und Ahorn, das nimmt sich mit Buche auch wirklich kaum was. Und Eiche natürlich auch noch dabei. So, jetzt haben wir für heute genug gequatscht, ja. Das war's auch für dieses Video. Ich fahre nachher das Holz noch weg. Ich stelle mich jetzt noch hin und spalte ein bisschen, aber habt ihr ja gestern schon gesehen, ja, müsst ihr ja nicht nochmal zugucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Lasst mir auch gerne ein Like da. Bis dahin. Bleibt fleißig und gesund und ciao.